Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2018 hier aus Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sollen ja, ein Feld ist bereit. Achso, das ist ja gut. Okay, die pflücken hier noch fleißig. Dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier am 15. ist, ob die mit mal alle weg sind. Oder ob die damit mal noch da bleiben. Nö, noch sind die am Arbeiten. Also wenn sie einen Auftrag haben, ich denke mal, wenn der Auftrag beendet ist, dann kann ich die nicht mehr verwenden und muss hier dann alle meine anderen Leute draufschicken. Hier oben können wir aber auf jeden Fall erstmal noch ein paar Strohballen. Nee, können wir nicht, weil... Wo ist das denn verwendet? Holt er gerade eine Strohballen? Hm, kann möglich sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Gut, aber wir müssen auf jeden Fall noch 5 Leute anstellen, die wir hier in diese... Kühldingsbumster, nee, in dieses große Fabrik, weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine Fabrik war, verdammt. Echt vergessen, ne? Ah ja, hier sind auch noch welche. Auswählen, den, bitteschön. So. Was macht ihr denn hier überhaupt? Ach, ihr macht hier gefrorene Kirschen, gefrorene Himbeeren und gekühlte Erdbeeren. Alles klar, okay. Gut, das heißt, Kirschen habt ihr ja eh schon da, Himbeeren habe ich alle verkauft, aber bei Erdbeeren müssen wir den Autoverkauf ausmachen. So, und jetzt haben wir aber richtig viele Birnen. 67.000 Birnen. Das sollte uns auf jeden Fall beim Verkauf richtig Geld bringen. Ich weiß gar nicht, ob die im... Wir haben 155.000 Birnen. Die bringen uns mal glatt 600.000. Oh, weg damit, ne? So, aber wir müssen mal ganz kurz in den Autohandel gehen. Und bei den Erdbeeren werden wir einfach mal den Haken rausnehmen und sagen, da gucken wir mal, wie viele die von den Erdbeeren, wenn wir denn hier mal welche haben. In 12 Tagen haben wir wieder welche, wie viele die da schon verarbeitet kriegen. Gut, die können wir auch abernten, aber das warten wir mal noch. Wir machen jetzt erstmal den Acker mit allen Leuten, die wir haben. Sonst komme ich da nicht rund. So, mit allen Leuten, die wir da haben. Also einen Treckerfahrer lasse ich mir über. Aber der Rest geht erstmal alles da drauf. Rote Paprika Mono abgeerntet, sehr gut. Und holen uns da mal die, ich weiß gar nicht, was ist das, Äpfel ab, ne? So, zack. Jo. Immer los. Auswählen. Hat er jetzt alle reingesteckt oder? Ja. Arbeiten. So, hat er alle reingesteckt. Jetzt sind dann alle am Arbeiten. Egal. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um das runterzuholen. Was ist denn hier eigentlich dieses Rauschen? Ist das die Fabrik hier die ganze Zeit? Ah, das wird mir ja auf den Zeiger gehen, wenn ich die ganze Zeit dieses Rauschen im Kopf habe. Ich hab so Stimmen im Ohr. Aber hier die Äpfel holen, das ist natürlich auch wichtig. Das muss man natürlich hinkriegen. Gut. Ja, dann bleibt uns jetzt nichts weiter über, als darauf zu warten. Und die beiden Dinge, die ja fertig sind, naja gut, das vergammelt uns ja nicht. So, dann gucken wir mal hier mal zu. So, da ist der LKW ja schon voll, der Trecker. Wie sehen denn die Äpfel aus? Hallo? Was macht er denn hier? Immer im Kreis fahren. So. Na doch, sieht nach Äpfel aus. Das passt. Gut, dann kann er ja schon wieder Äpfel nach Hause bringen. Machen die denn hier schon Kirschen? Haben die sich schon was geholt? Wie sieht das aus im Lager? Gar nicht. Habe ich die Kirschen alle verkauft? Ist möglich. Achso, apropos. Jetzt können wir ja eigentlich das mit dem Schweinestall hier schnell mal machen. Okay, also wir brauchen dann auch noch... erstmal brauchen wir Produktionshelfer. Und dann brauchen wir natürlich welche, die auch im Schweinestall arbeiten können. Hier haben wir einen Produktionshelfer. Hier haben wir einen Tierdoktor. Wir sollen klein bauen. Das reicht ja erstmal aus. Okay. Hier haben wir noch so einen, nehmen wir auf 2. Das ist ganz gut. Mit einem dicken Arm machen wir mit dran. Insekten auf dem Feld. Was? Auf welchem Feld sind Insekten? Ach, scheiße, ich hätte auf den anklicken sollen. Anzeigen soll. Ach, hier, die Raspberries kommen ja auch noch. Na, dann haben die ja richtig zu tun. Wir müssen aber erstmal ganz kurz hier gegen Insekten. Ja, mit welchen geht man? Welche Maschine geht man denn davor? Ach ja, wir haben ja gar keinen Treckerfahrer. Alles klar, gut, dann müssen wir mal noch warten. Bis denn hier die Ernte zu Ende ist. Ja. In der Zwischenzeit können wir aber hier Ausbildung machen. Und, achso, warte mal. Können wir noch hier Ausbildung machen? Ja. Soll ich ihn jetzt echt entlassen, oder was?
Gott. Wer macht denn so einen Knopf ohne Sicherheitsabfrage? Mann. Jetzt habe ich den Ausgebildeten danach entlassen. Nee. Nicht Unkraut. Insekten. So, du. Du. Wir haben eine Feldspritze rüber. Gehen wir mit der Feldspritze rüber arbeiten. So, 160.000 Äpfel haben wir abgeerntet. Mann, habe ich den entlassen. Ich bin aber auch... Ich bin nah dran an Vollpfosten. Also, man, kann man nicht anders sagen. Arbeiten. Echt ganz nah dran am Vollpfosten. Also. Mann. Arbeiten. So, hier können wir dann noch einstellen. Arbeiter. Oh. Und so. Mehr nicht? Nee. Warum auch immer ich da auf Entlassen geklickt habe. So, dann müssen wir jetzt hier den anstellen. Naja, gut. Wir haben hier noch Geld. So, dann. Nö. Hätte man genügend für die Schweinemast, ne? Aber kommen welche für die Produktion? Achso, warte mal, ich kann ja hier oben jetzt mal das Zeug einsammeln. So, da können wir einer machen. Dann können wir hier Gurkenernte anfangen. Ah, warte mal, Gurkenernte ist vielleicht gar nicht so gut, ne? Na gut, drei werden wir erstmal abstellen dafür. Wir müssen ja nachher alle wieder einmal da drauf schicken. Haben wir da noch welche? Ne, den habe ich jetzt. Gut, dann muss ich jetzt mal den Schweinestall bauen. Ich komme noch klar. Das ist kein Problem. So, wir brauchen einen Schweinestall klein, ne? Kleiner Stall, Ziegen. Wo ist denn Schweinestall? Kleiner Schweinestall. Ach, den mittleren kann man noch gar nicht. Aha. Aber den großen, den könnte man schon bauen. Ach nee. Der steht da, alles klar. Och, der ist ja niedlich. Der passt ja sogar hier hin. No. Kleiner Schweinestall. Gebäude im Bau. Gut. Du kannst abgeerntet werden. Na dann los dafür. So, arbeiten. Wie viel Gras haben wir denn? 1500, ne? Das ist, ich glaube, ich bin im Verkauf, ne? Bis darunter verkaufe ich es nochmal, weil es sind so viel Milch da. Naja, gut, egal. Gurken kommen auch wieder welche rein. Ich glaube, Gurken sind auch im Autoverkauf. Was ist hier jetzt los? Schweinestall haben wir gebaut. Alles klar. Dann müssen wir jetzt auswählen. Du. Dann werden wir dich natürlich noch ausbilden. Und dann werden wir dem Schweinestall sagen: Tiere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn die da sind, sind wir durch mit der Mission. Was haben wir hier noch? Nimm einen Kredit auf. Nein, warum sollte ich? So. Dann hätte ich gerne hier noch bei auf Anstellen geklickt und hätte mal gesagt, wenn ihr mir noch zwei... Ja gut, die Mission ist zu Ende. Da wird ja auch alles abgebrochen, wenn die Mission zu Ende ist. Man kann nicht zurück... Das, Na gut, so, wir sollen einen Schlachthof und zwei Arbeiter dem Schlachthof zuweisen. Alles klar. Das heißt, hier müssen wir dann sowieso noch ein paar mehr einstellen. Ich hätte jetzt erstmal gerne einen großen Schweinestall. Kann ich da schon großen bauen jetzt? Geht das? Bauen. Stellinger. Ja. Großen Schweinestall. So, den hätte ich ganz gerne. Oh ja, der sieht gut aus. Der gefällt mir. Passt hier gerade so nicht rein. Das gefällt mir weniger. Warte mal, Stelle. Hier oben, da haben wir auch schon einen Stall. Da passt der auch wunderbar rein einmal. So, wie viele Mitarbeiter können da rein? Wahrscheinlich drei Stück, ne? Okay. Da passt der nicht dazwischen, ne? Und der passt doch so lang, glaube ich, auch nicht rein hier. Warte mal, wir gucken mal. Bauen. Stelle. Großer Schweinestall. Rotate. Oh, der passt da sogar noch hin. Dann pflanzen wir da noch einen hin. So, dann haben wir zwei davon. So, das heißt also, wir müssen mindestens... Ich hoffe mal, dass da drei reinpassen. Also, nein, wir können ja erstmal ein paar einstellen. So, wir müssen also... Leute finden hier. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Dann haben wir schon zumindest insgesamt vier von denen. Und dann brauchen wir noch ein paar hier. Den nehmen wir noch mit. Für die Produktionsstätte.
Gut, dann gucken wir mal weiter. Ding ist voll, alles klar, bauen wir schon wieder ein neues Haus. Naja gut, bauen wir noch ein Häuschen für Angestellte. Wie wäre es denn mit einem Angestelltenhäuschen? Ein kleinen hier. Guck mal, das passt doch da bestimmt nochmal neben den Schweinestall hin, oder? Hm, das ist ja eigenartig. Das passt daneben, das nicht? Na gut, dann passt hier noch eins hin. Hopp. Einmal kurz rotieren. So. Wunderbar, passt dahin. Ich weiß nicht, ob die beiden seitlich damit Straße besetzt werden müssen, aber ich glaube, eine reicht aus, oder? Dauert aber lange, der Bau, ne? So, Schweinestall 1, 2, 3, genau. Ausbilden, ausbilden, ausbilden. Nee. Warte mal, wie sieht das aus mit meinen Äpfeln? Naja, gut, egal. Ach Gott, wir haben ja so viel zu ernten. Ich halte mich jetzt hier mit den Schweinen auf. Erlaubte Nahrung? Nee, das passt alles eigentlich. Gut. Ah nee, ich muss die Leute noch ausbilden. Genau, den Betreuer. Und hier, erlaubte Nahrung, die Betreuer, diesen hier ausbilden. So, gut, dann müssen wir hier Betreuer noch einstecken. Haben wir keine erstmal für. Gut, okay. Wo kann ich denn jetzt hier alles ernten? Hier kann ich ernten. Ach ja, Gott. Dann machen wir hier mit Maschine auswählen, Traktor, du, Kastenanhänger, automatisch auffüllen. Arbeiten. So. Dann haben wir hier irgendwo eine Arbeiterkarte noch hingesetzt, da. Wir brauchen noch, achso, warte mal. Hier kann ich ja auch noch einen Arbeiter einstellen, ne? Einstellen. Anstellen. Ja, nee, ich wollte hier eigentlich noch einen Arbeiter zuweisen. Warte. Arbeiter. Auswählen. Diesen. Der andere ist jetzt mit bei der Ernte dabei. Na ja, gut, okay. Dann brauchen wir noch mindestens zwei, die Schweinezucht betreiben können oder Viehzucht. So, hier. Eins. Und, achso, und dann brauchen wir, der eine ist da noch. Dann brauchen wir noch zwei für die Schlachterei. Eins, zwei. Und noch einen, der Viehzucht kann. Mir würde ja reichen, wenn er nur Viehzucht kann, aber Viehzucht mit Arm wäre noch toll. Oder Viehzucht mit Trecker? Naja, komm. Nee, Viehzucht mit Trecker ist auch egal. So. Dann bilden wir die noch aus. Dann ist ja die Hütte auch schon voll hier wieder, wa? So. Oh, dass du dann nicht mehrere, das ist so bitter. Das wäre ja so schön einfach. So, dann den jungen Herrn hier. Dann den jungen, die junge Dame. Gut, okay. Das heißt, wir können jetzt hier, Moment, wir müssen erstmal hier die Schweine, müssen wir erstmal noch nach oben transferieren. Tiere verlagern, großer Schweinestall 1. Wenn wir jetzt auch noch gesagt hätten, alle, dann wäre das, hätte das sogar funktioniert. Na gut, beim nächsten Mal. So, also Tiere verlagern, alle, großer Schweinestall 1. So, hier müssen wir dann noch ein paar Angestellte neisetzen erstmal, so. Und dann müssen wir hier erstmal sagen, Betreuer rücksetzen. So, Bulldozer, weg damit. Oh, was Kleines brauchen wir nicht. So, dann können wir hier noch sagen, Betreuer noch einen dritten hinzu. Den hier. Und dann können wir dem auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schweine generell kaufen. So, wir haben 15.800 Himbeeren. Ich weiß nicht, ob ich die im Autoverkauf habe. Da gucke ich jetzt mal gleich mal nach. Verkaufen. Äpfel haben wir auf jeden Fall im Autoverkauf drin. Himbeeren. Da werden wir verkaufen 12.849. So. Die anderen 2.000, die kommen hier rein. Gekühlte Himbeeren werden hier gemacht. So, einen Arbeiter kann ich hier noch einstellen. Den hier. So. Gut. Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Anzeigen. Wo waren das? Automatisch vervollständigen, ja, automatisch das Besamungsgedöns holen. So. Und hier bitte auch Betreuer automatisch. Nee. Erlaubte Nahrung.
Ihre, was gewandert? Ah, hier unten. So. Ja. So. Dann können wir in der Menge jetzt mal Schweine gezüchtet. Hier können wir schon wieder Erdbeeren ab. Ach, Mensch, hier können wir auch. Mann, mit Maschinen. Da müssen wir drauf. Da geht kein Weg dran vorbei. So, arbeiten. Dann hier nehmen wir uns 1, 2, 3 arbeiten. So. Hier nehmen wir uns 1, 2, 3 arbeiten. So, dann machen wir hier oben noch schnell die oberen Einsammelmaschinerie ran. So. Damit. So, gut, das haben wir. So, was soll man für eine Schlachterei bauen? Ein Schlachthof soll man bauen. Naja, gut, da gucken wir mal, was ein Schlachthof. Ein Schlachthof. Fabrik, Schlachthof. Da ist der Schlachthof. Naja, der ist ja auch handlich. Den kann man ja denn hier hinten, oder mal den können wir dann so rum daran bauen. So. Gut, hier können wir aber noch 3 Leute erstmal arbeiten lassen. Dann können wir hier natürlich nochmal einen arbeiten lassen. So, dann können wir hier nochmal 3 Leute arbeiten lassen. Arbeiten. Und hier können wir natürlich dann auch nochmal, okay, 3 Leute arbeiten lassen. Irgendwas haben wir abgeschlossen, Züchter 6 Schweine haben wir abgeschlossen. Und mein Erfolg gekriegt. $6.100 extra, naja gut. Das ist jetzt auch noch ein Tropfen auf den heißen Stein. So. Schulung haben wir keine mehr, ne? Ne. Geschult haben wir alles. Grundstück können wir noch kaufen, okay. Ausbauen können wir es auch nicht mehr. So, weise 2 Arbeiter im Schlachthof zu. Gut, da muss erstmal gebaut werden zu. Dann kann ich die Arbeiter hinzuweisen. Hier haben wir 5 Arbeiter drin. Ne, wieso nicht? Zuweisen. Denn da. So. Und die haben auch was zu tun hier im Lager. Himbeeren haben sie, Erdbeeren haben sie. Geht. Gut. Dann müssen wir nochmal ganz kurz den Autohandel hier beeinflussen. Ne, Maschinenbus brauche ich nicht. Autohandel. Ach, Mannschens Kinder, wo ist denn das? Rote Paprika, ja, okay. Hat schon wieder falsch geklickt. Da will ich hin. Verkaufen. Himbeeren, 23.11.2000 Stück noch. Wie viel haben wir denn? Einen Elfen, einen Elfen. Naja, gut, kommen, dann kommen sie alle weg. So. Kommen wir weiter durch. Was gibt es hier noch so Schönes? Hier Äpfel haben wir noch etliche. Jo, gut. Gekühlte Himbeeren haben wir schon. Hier gekühlte Erdbeeren. Oh ja. 21.000. Oh, sehr gut. Das ist wirklich eine Preiswertsteigerung. Die ist gar nicht mal schlecht. 27.000. Okay, Schlachthof ist fertig. Ziegenmilch. Wir könnten ja mal gucken. Hier Stroh, Ziegen, Käse verkaufen wir alles, ne? Aber ich wollte den Autohandel gucken und wollte sagen, Äpfel 4.500. Okay, Gurken. Warum macht er eigentlich dann mehrere Stacks mit Äpfeln, ne? Wir haben mehrere Stacks mit Äpfeln und leider Gottes zählt er das bloß so. Ach Gott. Grauenhaft, grauenhaft. So, rote Paprika kann verkauft werden. Ich wollte mal bei Kirschen gucken. Kirsche, lasse ich mir 5.000 über. Okay, das geht. Kirschsaft kommt weg. Wo sind denn die gekühlten Früchte? Gekühlte Kirschen können bis auf 0. Himbeeren und Erdbeeren können auch bis auf 0 immer verkauft werden. So, hier mal Schlachthof. Produktion, hier können wir Hühnerfleisch machen. Hier können wir Kuh, Ente, Ziege, Gans. Schwein, Karnickel. Oh, da geht ja einiges. Okay. Dann weisen wir aber jetzt erstmal 2 Leute dazu. Warte mal, wir haben hier... da kann man 5 Arbeiter hinzuweisen. Okay. Ein Arbeiter, 2 Arbeiter. Jetzt gibt es wieder eine Unterbrechung. Arbeite weiter am Schlachthof. Erfolg. Stabilisierung. Ich glaube, Stabilisierung brauche ich ja nicht mehr. Der Bauer noch funktioniert, wie er funktionieren soll. Du könntest natürlich auch mehr verdienen, wenn du die Kosten optimierst. Baue 5 Windkraftanlagen und absolviere den Kurs Finanzverwaltung und Agrarwirtschaft mitsamt allen 3 Stufen für eine Optimierung und Kosten. Okay. Das habe ich doch schon gemacht. Ah. Gut. Ah, das geht ja besser. Das geht ja richtig gut los hier jetzt. Jetzt kommen wir durch hier. Die Zeit ist endlich gekommen, ein Haus zu erweitern und investieren in die 3. Etage. Ein großes Haus des Inhabers. Haben wir ja auch schon gemacht. Und fertig. Was sollen wir jetzt machen? Bild sagt mir gar nichts. Stabilisierung. Beginne mit der Kaninchenzucht. Kaufe einen kleinen Kaninchenstall. Ein kleines Kaninchengehege. Okay. Gut. Hier müssen wir natürlich erstmal sagen, dass wir ganz gerne durchaus Hühner. Bis zu, sagen wir mal, 70.
Hier im Gebäude 30 von 30? Was ist das für ein Gebäude noch? Ah, das ist der kleine Stall, egal. Der soll bis 30. Nimm 30. Nimmt der jetzt 30 Stück raus oder nimmt der 70 Stück raus oder nimmt der bis 70 raus? Genau, weiß ich nicht. Ich mache hier 25. So. Beim Rindfleisch machen wir. Das ist die Untergrenze, ne? Nimm bis dahin raus. So, Entenfleisch haben wir nicht, Ziege haben wir. Ziegenfleisch haben wir. Da könnte man bis 40. Kann er ab und zu ein bisschen Ziegenfleisch machen, das ist ja nicht mehr so schlimm. Gans haben wir nicht, Schwein kannst du natürlich machen. Dann nimmst du die raus, bis noch 10 Stück da sind. So, und Kaninchen haben wir noch nicht, Schaf haben wir auch. Das kannst du mal rausnehmen, bis noch 40 da sind. So, ein bisschen Schafsfleisch können wir ja machen. Puta, haben wir Puta noch? Nee, Puta haben wir gar nicht mehr, ne? Hier sind keine Leute mehr drin, Truthähne. Gut, okay. Gut, jetzt hat der Schlachthof erstmal ordentlich zu tun hier. Der kann also durchaus was machen. Wir werden noch ein paar Arbeiter einstellen müssen dafür. Wie viel Platz haben wir hier noch? Das passt ja nicht ganz. So, wir brauchen Produktionshelfer. Alles, was Produktion kann, können wir einstellen. Der kann Produktion. Der kann Produktion und der kann Produktion. So, dann ist die Hütte voll. So, dann ist hier viel Liebe gebraucht. Warte mal. Achso, da ist ja sowieso ein Automatikteil dabei. Hier die Tomaten können wir wieder abernten. Na dann los. So. Ernte mal Tomaten. Arbeiten. So. Schlachthof, du kriegst jetzt so noch Arbeiter hinzugesetzt. Den und den. Und dann müssen wir den mal ganz kurz. Schulen. Geschult. 8000 Gurken haben wir gekriegt. Dampf findet sich zu finden, Päckchen aus. Ah, Media Dumpf. Keine Ahnung, wo die arbeitet, in welchem Haus die sitzt. Garantiert mit dem letzten, was ich anklicke. So, gucken wir doch mal hier. Arbeitet hier Amelia. Wie heißt die? Amelia Drumpf. Amelia Drumpf. Margot, Eva, Konstanze, Cornelia, nee. Gera, Henry, Hannelore, Femke, Konstantin, Amelia Drumpf. Da ist sie doch. Dann liefern wir mal eine Sendung hin. So, nochmal 8000 Gurken geerntet. Wunderbar. Die Gurken sind ja im Auto verkauft. Das geht ja alles gut weg. So, wir sind bei 1 Million an Geld. In Kanikelstall soll ich bauen. Das machen wir in der nächsten Folge. Das war eine Folge Farm Manager 2018. Hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Wir sind richtig weit gekommen, was die Story angeht. Und wir werden versuchen, auch die Story noch zu Ende zu spielen, so gut es geht. Finanziell haben wir uns ja nichts mehr auszustehen. Wir könnten natürlich die Felder alle vergrößern. Auf 100 Quadratmeter. So einen 9er Feldwürfel irgendwo machen da nochmal am Rand. Das würde mich nochmal reizen, muss ich sagen, das wirklich dann hinzubauen. Und ansonsten kommt jetzt demnächst der Winter. Und da machen wir dann halt eben sehr viel Gewächshauszeugs wieder, ne? Gut, das soll's gewesen sein. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.